Hallo, hier ist wieder euer GT90-100. Ich möchte euch heute aufgrund einer meiner Kommentare zeigen, wie man bei den Emulatoren einen Controller benutzen kann. Das geht relativ einfach. Erste Grundregel, euer Controller muss alle Treiber installiert haben und er muss grundsätzlich auch mit den anderen Game-Controller kompatiblen Spielen funktionieren. Das ist das Erste. Wenn das der Fall ist, was höchstwahrscheinlich ist, ist das auch ganz schön einfach. Ich fange jetzt mal von hinten nach vorne an, also ich fange jetzt mal mit dem Project an. Gerade bei dem fange ich jetzt einfach mal an, weil der mehr oder weniger, ja, die sind schon richtig. Ihr könnt hier schön sehen, ich will keine Schleichwerbung machen, aber ich habe jetzt einen PlayStation Controller genommen, weil ich keinen anderen da hatte. Dann geht das relativ einfach. Hier müsst ihr dann entsprechend einstellen, das geht nämlich ganz einfach. Ihr klickt hier mit der Maus auf dieses Kästchen hier und drückt dann die entsprechende Taste oder die Analogrichtung, in dem ihr steuern müsst. Ich jetzt mal kurz nach. Drück hier, gehe ich jetzt mit einem Analogstick nach links, ihr seht, Joy Left steht da. Dann hier, Joy Right, Joy Up und Joy Down. Dann könnt ihr hier entsprechend noch Tasten einstellen, das geht relativ einfach. Ja. Dann könnt ihr noch speichern. Ich habe jetzt zum Beispiel schon gespeichert. Habe ich das hier alles entsprechend gespeichert? Ja. Dann ein Spiel auswählen. Was nehmen wir denn? Nehmen wir mal Super Smash Bros. Hoffen, dass das jetzt funktioniert. Eigentlich nicht. Ich hoffe, dass es nicht gut ist. Dann könnt ihr ganz genau spielen. Ihr könnt auch mehrere Controller auf einmal anschließen und dann quasi zu viert auf dem Rechner sein. Macht auch immer generell ganz Spaß. Ja. Dann kommen wir zu den anderen Emulatoren. Play Ordner, da ist es ähnlich, aber nicht 100% identisch. Ja. Ihr geht hier auf Tasten, am besten nehmt ihr hier Tastenkonfiguration 2 und so entsprechend ebenfalls eingeben. Hoch, runter, links, rechts, A-Knopf, B-Knopf, R. Geschwindigkeit, Screenshots, Sammeln, ja, dann noch okay. Dann müsst ihr hier noch einstellen, Tastenbedienung, Standardsteuerung 2. Das könnt ihr nicht sprechen. Ich spiele jetzt mal andere Bilder. Entsprechend, eingeben. Das ist wahrscheinlich nichts. Das habe ich irgendwie praktisch gedacht. Die Steuer jetzt gut bekommen. Ja, ganz genau. Ich habe es mal unten drin gelaufen. Läuft sich natürlich sehr gut. Vielleicht mache ich hier mit dem Display so einen Controller. Mal sehen. Ja, okay. Das wird auch nicht so gut. Dann gehen wir halt weiter. Jetzt zeige ich euch, dass man das auch mit dem SNES macht. Also dann, naja, ich bin immer gerne wert. Aber das ist ja nichts Neues. Wenn wir dann wieder was. Ich mag das Spiel, und wir werden uns jetzt ein Vollbild zeigen. Dann gehen wir hier auf Config, Input. Dann hier Setting Keys. Dann das gleiche Prozedur, ne? Like. Ja, jetzt allein. A, B-Button, B-Button, ich nehme das mal E. Fertig. Dann spielen wir auch mal eine Proberunde. Ich weiß nicht, ob die hier funktioniert. Gut, ich brauche es nicht. Jetzt mal. Okay. Quatsch. Ja, das ist ein Kampi, Pohalber und so.
Straße, das ist auch wieder nicht schön. Das ist in der Regel, gerade hier müsst ihr manchmal funktioniert selten am besten, die gehen dann auf die Windows-Taste und dann wieder zurück ins Symbol und jetzt sollte es funktionieren. Das ist manchmal bei dem hier drin. Manchmal sogar einfach nicht. Oder manchmal speichert er auch die Inputs nicht. Ja, er hat es nicht gespeichert. Das tut er immer sehr gerne. Also gerade hier müsst ihr immer ein bisschen aufpassen. Der speichert am liebsten gerne. So, nochmal. Ab, down. Left, right, start, left. Die Button. Ja. Und wir warten am besten. Jetzt hat das Game mal weg. Und in der Basis geht's. Manchmal wird alles noch da. Dann haben wir die Windows-Taste drücken. Und dann nochmal ins Spiel reingehen. Jetzt wird es tatsächlich gut. Ja, wunderbar, jetzt geht's. Ja, hier dauert es ein bisschen. Ich spiele jetzt auch noch eine coole Runde. Man kann dann auch beliebig das Original von Nintendo Controller hier einstellen. Ja, dann habe ich jetzt hier auch geklärt. Dann kommen wir zum letzten Emulator, den habe ich mir ganz zwar runtergeladen. Kann ich euch das auch noch am Bild zeigen, das ist uns von den neuen Reisen, glaube ich. Das hätte ich mir halt jetzt nicht. Ich würde das vielleicht installieren. Dann werde ich noch den Kanalboss wieder machen. Ich habe die Zeit hier gebracht. Ja. Und hier gibt es eigentlich auch eine kleine Sonderregion. Der wird euch am Anfang immer fragen, ob ihr ein Verzeichnis. Nein, das ist jetzt immer ablaufen. Wie geht das denn? Ähnlich Abschnitt Input. So, und das ist jetzt der Netzhalt. Da haben die Keys gefragt. Ja, da haben wir zum Joystick Platz 3, zum Anfall. Ja, der Portal ist ein bisschen besser. Das schon mal. Na egal. Ich glaube, ihr wisst, was ich mir mehr. Wir sind sicher. Ja, damit bin ich schon fertig. Jetzt habe ich euch mal gezeigt, wie man die Kontrolle an den entsprechenden Motoren hängt. Ja, damit ist mein Video auch zu Ende und bis